herzlich willkommen bei einem neuen Clip von Weißt du was? Und wir sind heute auf den pädagogischen Hund gekommen und der sagt euch jetzt, um welches Thema es geht. Nämlich um das Thema Lerngeschichten. Tiergestützte Pädagogik. Ja, wir sind ja gerade bei den Beobachtungs- und Dokumentationsformen und die sind natürlich sehr vielfältig und die Lerngeschichten ist eine dieser Beobachtungs- und Dokumentationsformen. Die kommt aus Neuseeland und wurde schon von der Margaret Carr 1994 so ins Leben gerufen, wurde dann halt ergebnistechnisch 2001 veröffentlicht und hält auch Einzug in das Curriculum der frühen Kindheit, dem Te Wariki, was in Neuseeland gültig für alle Kindertageseinrichtungen ist. Und dieses Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren stellt halt vor allen Dingen die individuellen Lernprozesse von Kindern in den Vordergrund. Und jetzt muss ich mal ganz kurz weiterklicken für uns. Ne? Genau. Ja, und es gibt Prinzipien bei den Lerngeschichten. Zum einen die Ermächtigung, das heißt, dass Kindern Lernmöglichkeiten ermöglicht werden. Zum anderen die ganzheitliche Entwicklung, dass halt die ganzheitliche Betrachtung des Lernprozesses in den Vordergrund gerät. Also nicht nur isoliert, sondern im Gesamten. Und dann ist im Grunde auch der Sozialraum eingebunden, Familie und Gemeinde. Familien und Umfeld sind also integraler Bestandteil in der pädagogischen Arbeit. Mhm. Und auch die Beziehung ist eines der Prinzipien, nämlich Lernen durch Beziehung zu Personen, zu Orten oder auch zu Dingen. Also wie ist das gestaltet? Ja, und da bist du als sozialpädagogische Fachkraft natürlich gefragt, wenn es um Beziehungsgestaltung geht. Ja, das Te Wariki hat halt 5 Dimensionen, anhand derer auch Kinder berücksichtigt werden. Und das ist zum einen die Zugehörigkeit. Dann das Wohlbefinden. Dann die Exploration, also wie erkundet das Kind seine Welt. Aber auch die Kommunikation spielt eine Rolle. Und auch die Partizipation der Kinder. All das wird berücksichtigt, wenn es um Lerngeschichten geht. Gibt es noch die 5 Lerndispositionen? Und das sind zum einen das Interessiertsein. Also wie interessiert ist das Kind durch verschiedene Äußerungen erkennbar bei der Sache? Ja, und das setzt sich fort in der Engagiertheit. Wie setzt sich das Kind mit den Dingen auseinander, mit den Menschen, mit denen es zu tun hat? Wie aktiv ist es in dieser Auseinandersetzung? Lässt es sich schwer ablenken? Das heißt, ist es fokussiert im Spiel? Ist es sozusagen in einem Spielflow? Ist es versunken? Spielt es mit Freude? Das ist so das Wort Engagiertheit. Dann gibt es die 3. Dimension, das ist das Standhalten. Also wie geht das Kind beispielsweise mit Problemen um? Was ist, wenn etwas nicht gerade so gelingt, wie das Kind es vielleicht möchte? Wie geht es damit um? Kann es das durchhalten? Guckt es sich andere Lösungswege an? Erprobt es andere Lösungswege? Ja. Wie geht es mit Frustration um? Dann haben wir das Ausdrücken. Das Kind drückt sich aus, es drückt sich im Spiel aus, es drückt sich im Malen aus, es drückt sich im Singen aus. All diese Dinge können wir beobachten und so können wir dann Rückschlüsse auf den Ausdruck des Kindes ziehen und mit dem Kind auch entsprechend ins Gespräch darüber kommen. Die 5. Dimension ist halt die Lerngemeinschaft oder auch das Mitwirken und Verantwortung übernehmen. Also wie tritt das Kind in Interaktion mit Kindern? Motiviert es vielleicht auch andere Kinder zur Teilhabe? Kann es andere Meinungen anerkennen? Schmiedet es gemeinsam mit anderen Kindern gemeinsame Pläne, um halt ein Vorhaben zu verwirklichen? Und diese Dimension wird halt auch berücksichtigt. Das ist die soziale Kompetenz, die da auch entsprechend beobachtbar ist bei den Kindern. Ja, die Lerngeschichte lesen wir euch jetzt einfach mal vor, damit ihr eine Ahnung habt, wie Lerngeschichten funktionieren. Und danach geben wir euch ein paar Tipps. Liebe Mandy, du bist jetzt seit 7 Monaten bei uns im Kindergarten und am Anfang waren der Kindergarten und die Kinder für dich wie neu und deshalb hast du dir erstmal alles ganz genau angeschaut. Einmal bist du auch eine ganze Weile in unserem Garten herumgelaufen. Dabei hat dich besonders interessiert, was die anderen Kinder spielen und was sie alles mit den Fahrzeugen machen. Du bist immer wieder stehen geblieben, um ihnen zuzuschauen. Inzwischen weißt du schon, dass du hier im Kindergarten alles machen kannst.
Diese Woche habe ich zum Beispiel gesehen, dass du im Sandkasten mit Förmchen und dem roten Plastikboot gespielt hast. Du hast mit den zwei Förmchen Sand geschaufelt und so das ganze Boot mit Sand gefüllt. Ich glaube, du hast ausprobiert, wie viel Sand in die Förmchen und in das Boot passen und wie sich der Sand anfühlt. An dem Tag hattest du deinen Hasen mit nach draußen genommen, erinnerst du dich? Du hattest ihn die ganze Zeit ganz nah bei dir und ich glaube, wenn dein Hase dabei ist, fühlst du dich besonders wohl. Im Sandkasten waren auch andere Kinder, denen du immer wieder dabei zugeschaut hast, was sie zusammen machen. Ich habe mich gefragt, ob du Lust hast, bei den anderen Kindern mitzuspielen. Im Moment ist richtig schönes Sommerwetter. Wir könnten mit dem Wasserschlauch im Sandkasten ja mal zusammen Matschepampe machen und die großen Eimer und Gießkannen rausholen. Und vielleicht haben die anderen Kinder ja auch Lust dazu. Was hältst du davon? Deine Conny. Also ihr seht, du siehst, dass so eine Lerngeschichte genau die Dinge beinhaltet, die du bei dem Kind beobachtet hast. Und es ist sicherlich auch eine ganz schöne pädagogische Situation, wenn du dem Kind diese Situation vorliest. Und damit auch deine Lerngeschichte gelingen kann, geben wir dir jetzt ein paar Tipps. Und wir beginnen mal mit verständlichen Formulierungen. Kinder müssen das verstehen, was du ihnen sagen möchtest. Und du musst die Formulierungen dem Alter anpassen. Das heißt, einfache, klare und kurze Sätze. Was anderes können die Kinder in dem Alter auch noch gar nicht verarbeiten. Und benutze die Ich-Formulierung. Bringe deine eigenen Gefühle auch zum Ausdruck, die du damit verbindest und die Wahrnehmung, die du zu dieser Situation hattest. Und du sollst halt vermeiden, irgendwelche Sachen zu verallgemeinern, weil es ist ja genau dieser individuelle Blick aufs Kind, wodurch sich Lerngeschichten auszeichnen. Das heißt, schreibe einfach sehr detailliert auf dieses Kind bezogen und auch gebe Beobachtungssituationen beschreibend wieder. Die Kinder folgen dir auch gerne, wenn du die Geschichte erzählst. Wenn ihr eine Situation habt, wo du die Geschichte vorliest, die Kinder haben richtig Spaß daran zu erfahren, was du beobachtet hast und sind ganz heiß darauf, ihre eigene Lerngeschichte zu hören. Gib einfach diese Dinge, die du beobachtet hast, zusammengefasst wieder in wörtlicher Rede. Und bei sehr kleinen Kindern oder auch bei Familien mit Migrationshintergrund achte darauf, dass du eine Sprache verwendest, die verständlich ist. Nehme Fotos hinzu, nimm Bilder hinzu, vielleicht auch Bilder, die die Kinder gemalt haben, je nachdem, wenn es sich anbietet. Diese Fotos sind eine Möglichkeit der Erweiterung. Man kann aber auch zum Teil Kinder selber an der Lerngeschichte auch mitwirken lassen. Das heißt, aktiv dem Kind zeigen, ich schreibe gerade über dich. Und Kinder können dann zum Teil auch das Geschehen selber noch bebildern. Auch das ist eine Variante von Lerngeschichten, die je nach Alter sehr attraktiv sein kann. Und ganz zum Schluss ist es immer schön, wenn du mit einer Aufforderung oder mit einer Frage aufforderst und so weitere Motivation des Kindes anregst. Ja, und achte darauf, dass du ressourcenorientiert schreibst, dass du die Stärken des Kindes herausstellst, was es schon gut kann, wo du Entwicklungen siehst, was es vorher noch nicht konnte, jetzt schon kann. Das kommt auch immer wieder gut bei den Kindern an. Sie können das nachvollziehen, können sich reinversetzen und freuen sich regelrecht über ihren ganz eigenen Fortschritt. Und das ist eine deswegen so eine tolle Beobachtungs- und Dokumentationsform, weil es wirklich die Beziehung zwischen dir als pädagogischer Fachkraft und den Kindern immens stärkt. Ja, und das war's eigentlich mit den Lerngeschichten. Genau. Wir hoffen, du hattest so einen kleinen Einblick und sei mutig, probier es aus. Es wird wirklich belohnt, sowohl von den Kindern als auch für dich selber. Es macht Spaß, genau hinzuschauen und das auch aufzuschreiben und so nochmal ganz anders in den Dialog mit Kindern zu treten. Ja. Wenn du noch Fragen zu den Lerngeschichten hast, kannst du die uns gerne stellen. Wir gehen gerne darauf ein und sagen für heute Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald.